Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge SIMT. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute unterwegs hier mit einem Trolleybus auf der Linie 18, mit einem Skoda, wie man hier unschwer sehen kann. Und von daher würde ich sagen, fangen wir an, denn wir haben nur noch 3 Minuten. Das ist nicht mehr allzu viel Zeit. Aber wir können ja mal schnell mal so rüberlinsen. Also man muss ja schon wirklich sagen, ne, das sieht schon alles wirklich, wirklich schick aus hier. Diese ganze Aufmachung hier, wie dieses da hinten, dieses ganze Gestänge oder sowas, wie viel Detail da drin steckt. Das ist absolut fantastisch, ja, wenn man das Ganze mal so sagen darf. Ich folge denen jetzt mittlerweile auch, ja, sodass man immer mal so gucken kann, was da jetzt gerade so dran ist. Also hier wird weiterhin wirklich hart dran gearbeitet und das finde ich eine relativ coole Sache. Deswegen muss man eigentlich das Projekt einfach unterstützen. Das wird wahrscheinlich noch einige Zeit wahrscheinlich dauern, bis das irgendwann mal fertig ist. Aber wenn es dann halt fertig ist, dann denke ich mal schon, dass uns hier irgendwas Cooles hier so erwartet hier, ne? Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Und von daher, ja, wenn wir jetzt erstmal soweit loslegen. Allerdings sehe ich gerade, ihr habt kaum Ton. Das müssen wir leider ändern. So, jetzt wird es leider die Liniennummer. Das ist beim Raustappen immer ein bisschen problematisch hier bei dem hier. Sobald du einmal raustappst, verschwindet die Liniennummer. Aber es soll uns jetzt nicht stören. Im Endeffekt kennen wir das ja schon. So, lass mal wieder gucken, dass wir wieder reinkommen. Genau, das ist das Driver-Code-Gedöns gewesen. Ja, das können wir wegmachen. Das können wir auch wieder wegmachen. So, Press Q, ja. Achso. Gut, das ist ja... Haben wir ja schon. So, Navigation off, Navigation on. Sehr schön. So, wie war denn das jetzt? Ich hätte gerne... Also. Wir sehen heute mal mit dem Gelenkbus hier unterwegs. So, Türen öffnen. Genau. Passt alles. Erstmal wieder reinfummeln. Schon so lange keine Folge mehr aufgenommen hier. Achso. Also wir müssen aber auch die anderen Türen öffnen, wa? Die Stänge hinten auch ein. Wieder vergessen. Wir kennen Start des Tutorials. Ja, bla bla bla. Ich muss erstmal nur gucken, wo die ganzen Sichten wieder waren hier. Aber wenn wir das dann haben, klappt das alles wieder. Teilweise echt ein bisschen eigenartig hier. Wahrscheinlich ist der Ton wieder zu laut jetzt bei euch, wa? Ach man, das ist immer wieder. Ein Spiel ist zu leise, das andere ist zu laut, ja.
So, die Tür hinten auf, bitte, damit die Fahrgäste hier einsteigen können. Ihr müsst jetzt, wie gesagt, passen, jetzt so vom Ton her, ja, dass ihr mich da jetzt versteht. Also wie gewohnt meine alte Einstellung halt. Ja, wie gesagt, bei dem einen Spiel ist es halt zu langsam, zu leise, bei dem anderen wieder zu laut. Ja, so ist das halt. Ich habe auch ein bisschen eingestellt, ne, dass wir ein bisschen Nebel hier drin haben. Ja, so einen leichten. So leicht neblig hier. Türen auf hier, was soll's. Steiget ein. Kommt rein hier in ein gutes Stübchen. Haben Verspätung? Wirklich? Ja, da fahren wir doch schon relativ zügig hier. War ich wieder zu schnell, rupp ich mir oben wieder meine Oberleitung runter hier oder sowas. Ja, hier wäre unten. So, pralle. Das wäre natürlich auch nicht so schön. So. Das wird der Spar. Ja gar nicht. Wollte jetzt hier gerade links abbiegen, aber geht doch gar nicht. Ja. Kann ja nur der Oberleitung folgen. Aber geschafft. Wir sind wieder pünktlich. Müsste eigentlich vom ganzen Gestänge her zu passen hier eigentlich.
So, nach links rum bitte. Dankeschön. Ja, also Simt ist schon eine klasse Simulation. Wie gesagt, ist halt natürlich ausbaufähig. Klar, das Ding wird auch wahrscheinlich nicht so schnell fertig werden, weil man wahrscheinlich sich hier schon extrem hohe Ziele gesetzt hat. Aber wir sind hier eigentlich auf einem ganz guten Stand hier, wo man halt schon mittlerweile, wie gesagt, echt gut fahren kann. Klar, wie gesagt, richtige Details, wie zum Beispiel jetzt ein animiertes Dashboard oder sowas, wäre natürlich eine Wunschsache. Das ist uns ja schon aufgefallen. Wie gesagt, bei den Straßenbahnen zum Teil gibt es das Ganze ja. Ne? Das könnte man wahrscheinlich dann auch mal irgendwann mal in den Bus mal dann hier umsetzen und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich schon ein echt tolles Gameplay hier. Ja? Das war nicht aus deutschen Reich, so, weißt du, so aus Deutschland. Das deutsche Reich war auch gut. Ja, aber Zirkus. Ein Zirkus. Nee, also wie gesagt, also da muss man auch mal ein bisschen gucken. Das ist genauso wie zum Beispiel, bin ich der Meinung, dass Proton, der Bus-Simulator, halt auch noch einiges vorhat. Muss noch einiges natürlich tun oder arbeiten. Aber so auf jeden Fall in den nächsten, ich sag mal so 2-3 Jahren. Wer weiß, was da so los ist. Wer weiß, was da für Simulatoren mittlerweile denn erhältlich sind. Lotus vielleicht fertig. Und so weiter und so fort. Ne? Dann wie gesagt, vielleicht Simt hier. Das wäre natürlich noch eine relativ coole Sache. So, lass uns aussteigen. Dieses Gepiepe vom Blinker manchmal, also wirklich, weißt du? Stelle hier. Und das war auch schon das Ende der Linie, sehe ich gerade. Tja, so schnell kann es gehen. Einfach zack und fertig ist es. So muss das sein. Ich weiß gar nicht. Wir sind. War auf der Linie 18, oder? Ja, ist wurscht. Ja, ist okay. Geh weg. Aus. So, ja, das war schon wieder. Das war auf jeden Fall eine Folge Simt. Wieder mal. Jetzt sind wir jetzt hat zum Beispiel auch geschildert hier. Warte mal, piepen aus. Ah, schön. Ja, das war wieder eine weitere Folge Simt. Also ich finde ihn klasse. Ne? Wie gesagt, ist natürlich nicht so weit fortgeschritten wie zum Beispiel Omsi. Ne? Omsi wird halt auch wahrscheinlich eine ganze Weile noch immer noch seinen Status hier beibehalten. Ja, als besten Bus-Simulator. Da werden wir nicht drum rumkommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch wirklich Alternativen, die man sich wirklich mal anschauen kann. Wie gesagt,
testen könnt ihr SIMP natürlich kostenlos. Und wenn ihr dann mehr wollt, dann müsst ihr natürlich ein bisschen was bezahlen für. Wie gesagt, die 3 Monate, 5 Euro, 7 Euro oder sowas waren das. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ich glaube, ich werde dem Projekt weiter unterstützen. Werde mal gucken, wohin die Reise hier mit SIMP geht. Also ein weiterer Simulator halt, den wir hier bei uns auf dem Schirm haben werden. Und ja, falls da irgendwie was Neues gibt, werden wir uns das Ganze natürlich hier in den Folgen hier anschauen. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare. Und sonst verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.